Verkohlte Landschaften, ganze Stadtviertel liegen in Schutt und Asche. In Chile haben die schweren Waldbrände verheerende Verwüstungen angerichtet. Besonders betroffen ist die bei Touristen beliebte Küstenstadt Viña del Mar. Es war ein riesiges Feuer, es hat den Botanischen Garten zerstört. Von dort kam ein furchtbarer Wind und hat alles in Brand gesetzt, all die Häuser. Die Menschen konnten kaum entkommen, die Wasserversorgung wurde abgeschnitten. Es ging so schnell, der Wind hat uns vom Botanischen Garten aus eingeschlossen und brennende Äste wurden herumgeschleudert. Mein Haus dort drüben steht in Flammen. Die Zahl der Toten ist nach Behördenangaben auf mehr als 110 gestiegen und dürfte sich noch weiter erhöhen, da noch hunderte Menschen vermisst werden. Die Feuer zerstörten schon fast 26.000 Hektar Land. In ganz Chile kämpft die Feuerwehr gegen Dutzende Brände. Präsident Gabriel Boric sprach von der größten Tragödie in Chile seit dem starken Erdbeben mit mehr als 500 Toten von 2010. In weiten Teilen Chiles herrschen derzeit Temperaturen um die 40 Grad. Die Hitze hängt Experten zufolge mit dem Wetterphänomen El Niño zusammen, das durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifik gekennzeichnet ist und weltweit Auswirkungen hat.